Im letzten Video haben wir den Gesamtmittelwert unserer drei Gruppen ausgerechnet und ich schreibe hier oben nochmal hin. Und zwar sind wir auf die Zahl 45 gekommen und wir haben die Gesamtquadratsumme ausgerechnet, die Sum of Squares Total von 516 und wir haben unsere 8 Freiheitsgrade. Und wir sind bei der Frage stehen geblieben, wie viel von dieser Gesamtvariation, wie viel von diesen 516 kann man erklären durch die Variation zwischen den Gruppen, also ob die Art der Klausurvorbereitung einen Einfluss hat auf die Klausurpunktzahl und wie viel von diesen 516 kann man durch Zufall erklären. Und um das auszurechnen in diesem Video, müssen wir zuerst mal den Gruppenmittelwert jeder dieser Gruppe ausrechnen. Und zwar, wenn ich Gruppe 1 nehme, muss ich dann ganz einfach diese drei Zahlen hier, also ich nehme mal x1, Gruppenmittelwert, die 46 plus die 36, plus die 53 durch 3 teilen und hier haben wir einen Gruppenmittelwert von 45. Das gleiche mache ich mit der Gruppe 2. Ich nehme dann einfach die 38, so addiere die mit der 36 und der 43, teile durch 3 und da kriege ich einen Gruppenmittelwert von 39 und schließlich mache ich das gleiche mit der dritten Gruppe. Ich addiere die 43 mit der 59 und der 51, teile dies durch 3 und habe einen Gruppenmittelwert von 51. Und wenn ich das gemacht habe, dann kann ich die sogenannte Fehlervarianz ausrechnen. Und ich mache das mal hier, also ich nenne die Sum of Squares Within oder auch Fehlervarianz. Und die Art und Weise, wie man das ausrechnet, ist, dass man wieder jede einzelne Zahl nimmt. Also wir fangen wieder mit Gruppe 1 an. Ich nehme also die 46, subtrahiere jetzt aber den Gruppenmittelwert, was in diesem Fall hier die 45 ist, quadriere das, nehme dann die 36 als nächste Zahl, subtrahiere wieder den Gruppenmittelwert, die 45 zum Quadrat und nehme schließlich die 53, subtrahiere diese wieder mit der 45. Das gleiche mache ich jetzt nun mit der zweiten Gruppe. Ich nehme also die erste Zahl, 38, subtrahiere diesmal mit der 39, da dies mein Gruppenmittelwert ist, quadriere das, nehme die zweite Zahl, die 36 und nehme dann schließlich die dritte Zahl, die 43 und subtrahiere diese mit dem Gruppenmittelwert. Dann komme ich schließlich zu Gruppe 3. Dann nehme ich die erste Zahl, das ist die 43, subtrahiere diese mit der 51. Meinen neuen Gruppenmittelwert. Nehme die zweite Zahl, die 59, subtrahiere wieder die 51 und nehme schließlich die letzte Zahl, subtrahiere die 51. Und wenn ich das alles ausrechne, dann sehe ich, dass 46 minus 45, 1 zum Quadrat sind 1, plus 9 zum Quadrat sind 81, plus hier habe ich 8 zum Quadrat sind die 64. Gehe ich zur zweiten Zeile über. 1 zum Quadrat sind 1. Hier habe ich 36 minus 39 minus 3 zum Quadrat sind 9. Hier habe ich 4 zum Quadrat, das sind 16. Gehe ich zur dritten Zeile über. 6 zum Quadrat sind, nein, 7, 8, 8 zum Quadrat sind 64, Entschuldigung. Hier habe ich 8 zum Quadrat, das sind 64. Und schließlich kürze ich das hier weg, das sind die 0. Und ich komme auf die Zahl 300 hier. Das ist meine sogenannte Fehlervarianz. Und wenn ich hier mir wieder die Freiheitsgrade anschaue, das ist wieder dasselbe Prinzip. Da wir jetzt zwischen den Gruppen gearbeitet haben, muss ich mir immer denken, wie viel von diesen Zahlen, wenn ich jetzt nur Gruppe 1 annehme, muss ich kennen, wenn ich den Gruppenmittelwert kenne, um die dritte herauszukriegen oder um die fehlende rauszukriegen. Und das sind zwei. Und da wir drei Gruppen haben, haben wir hier sechs Freiheitsgrade. Und wenn ich jetzt die Sum of Squares Total, also die Gesamtstreuung habe, die Fehlervarianz, jetzt fehlt mir nur noch diese Sum of Squares Between, oder das nennt man jetzt auch die Treatment-Varianz. Das liest man oft in Lehrbüchern. Und diese kann ich jetzt so ausrechnen, indem ich jedes Mal den Gruppenmittelwert mit dem Gesamtmittelwert abziehen muss und diesen quadrieren muss. Also wenn ich wieder bei Gruppe 1 anfange, muss ich sagen, ich habe die 45, weil das hier mein Gruppenmittelwert ist, subtrahieren mit der 45,
Dann mache ich das mit der zweiten Zahl. Mein Gruppenmittelwert ist wieder die 45. Und schließlich mache ich das mit der letzten Zahl. Also wieder Gruppenmittelwert minus Gesamtmittelwert, was ja auch 45 ist. Geht zur zweiten Gruppe über. Und mein Gruppenmittelwert ist hier die 39. Also muss ich die 39 von der 45 subtrahieren, was mein Gesamtmittelwert ist. Und das mache ich für jede einzelne Zahl. Also 39 minus 45 plus 39 minus 45. Und das mache ich auch mit der dritten Gruppe. Hier ist mein Gruppenmittelwert die 51. Und hier muss ich auch jedes Mal den Gesamtmittelwert subtrahieren. Das mache ich für jede Zahl. Und wenn ich das hier wieder ausrechne, mache ich wieder mit weißer Farbe, dann kriege ich hier, das lässt sich alles wegkürzen. Das ist hier mal 0 zum Quadrat, also 0 plus 39 minus 45 sind minus 6 zum Quadrat sind 36 und das muss ich 1, 2, 3 mal machen, also 36 mal 3. Die letzte Zeile ist dasselbe, 51 minus 45 sind 6 zum Quadrat sind 36 und das muss ich auch 3 mal machen. Und als Ergebnis kriege ich hier 216. Das ist meine Treatment-Varianz oder die Sum of Squares Between. Und wie ihr schon seht, oder lasst uns erstmal den Freiheitsgrad ausrechnen. Und hier haben wir zwei Freiheitsgrade, weil wir gehen von drei verschiedenen Gruppen aus. Und wir müssen uns wieder fragen, wenn wir den Gesamtmittelwert kennen und die drei Gruppenmittelwerte, wie viel muss ich Minimum kennen, um die restliche Zahl herauszubekommen? Und das sind zwei, deshalb haben wir zwei Freiheitsgrade. Und was hier auffällt, hoppala, in weiß. Und was hier gleich auffällt in der ganzen Rechnung ist, dass wenn wir die Treatment-Varianz mit unserer Fehler-Varianz addieren, also 216 und 300, dann kriegen wir die Sum of Squares Total, die 516. Und das Gleiche können wir mit den Freiheitsgraden machen. Und zwar haben wir ja insgesamt 8 Freiheitsgrade. Also ich kann die auch zusammen addieren. Ich habe 6 Freiheitsgrade bei der Fehler-Varianz, 2 Freiheitsgrade bei der Treatment-Varianz, 2 plus 6 sind 8. Und die Frage, die wir jetzt im nächsten Video beantworten müssen, ist, da wir jetzt die Treatment-Varianz, da wir die Fehler-Varianz und die Gesamtstreuung haben, jetzt müssen wir uns ein quantitatives Verfahren oder unseren Hypothesentest anschauen, um festzustellen, wie viel von der erreichten Klausurpunktzahl kann man zurückführen auf die Art der Klausurvorbereitung.